Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Grüß euch. Mit Martin. Und Martin. Genau. Ich freue mich voll, haben wir jetzt nicht geprobt, aber ich freue mich voll, dass du diesmal bei der Auswahl der Nachrichten auf die sexy Sachen gegangen bist. Es kommt keine sexy Nachricht diese Woche. Aber. Das liegt an ihm. Er hat dieses Mal alle sexy Nachrichten rausgehauen. Ich versuche Niveau in die Sendung zu bringen. Und du torpedierst es. Und ich bin der Böse. Und der Montag hat gestartet mit der Überschrift Deutsche Bahn verlässlichste Auto. Das hast du eh gesehen, oder? Martin, das ist eine Statistik. Und wir alle wissen, die Statistik ist nur so gut, wie man es selber macht. Und ich glaube, ganz oben ist da der so VW. Mercedes. Mercedes? Ja. Wer noch? Ja, no, warte mal. Gar nicht so genau geschaut. Ja, nur Deutsche. Mercedes, VW. VW, okay. VW. 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 Wir glauben die Statistik? Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. VW und Statistik. Übrigens Deutschland. Ah, Deutschland ist super. Ja. Da kann man jetzt zum Billigdiscounter, zum Lebensmittelhändler meiner Wahl gehen. Und statt dass man das Geld dort lässt, kriegt man es mit heim. Was? Wie geht das? Du kannst dir jetzt beim Penny in Deutschland dein Arbeitslosengeld auszahlen lassen. Wie smart ist das? Weil wenn du endlich Geld in der Tasche hast, kleiner Lebensmittelgeschäft bist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du gleich mehr einkaufst, groß. Das ist eine Nachmachergeschichte. Wieso? Das hat es bei unserem Land immer schon gegeben. Da hast du Geld zum Wirten getrunken und er hat dann angeschrieben. Und hast hoffentlich nicht zu viel getrunken, bis das nächste Monat da war. Ja, aber du hast trotzdem zum Wirten Geld bringen müssen. Ja. Der Penny, der gibt dir Geld, ohne dass du es tust. Wo ist da jetzt der große Unterschied? Wenn es aus ist, ist es aus. Das ist richtig. Apropos aus. Also, full disclosure, ich bin ja mit dem Herrn Kern, wir haben uns zusammengetroffen in der letzten Zeit. Ihr seid ja sogar bei du, oder? Ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Auf jeden Fall, er ist ja ein sympathischer Kerl jetzt. Eindeutig. Und muss ich jetzt nicht politisch mich bekennen. Und deswegen finde ich es so schön, dass es den Schirm da gibt. Diesen Staatsschirm. Also ich hoffe ehrlich, dass er behalten darf, wenn er das Kanzleramt verlässt, weil es ist ein schönes Andenken. Und was bleibt denn sonst? Vielleicht der Fallschirm war besser gewesen. Also der Dienstag hat gleich mal mit zwei Nachrichten begonnen, die waren, die kehren irgendwie zusammen. Aber sie jetzt am ersten Augenblick nicht so zusammengekehrt sind. Aber sie haben eine natürliche Reihenfolge. Danke. Bitte. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Also, Experten sind der Meinung, dass Obst und Gemüse von den Steuern befreit werden sollte, damit mehr gekauft werden kann. Ich finde es super, als Vegetarier bin ich voll und ganz dafür. Ich habe eine Ergänzung. Ja. Milchprodukte wie Schokolade beispielsweise. Martin, das ist kontraproduktiv. Da geht es um eine gesündere Ernährung. Und die Schokolade ist jetzt nicht unbedingt gesund. Ja, und was war jetzt die zweite? Die zweite Nachricht ist, die irritiert mich ein bisschen. Warum will ein Modelabel, eine bekannte Modemarke, in dem Fall Louis Vuitton, dass man drauf scheißt? Du meinst das Instagram, ne? Zur Erklärung, wir haben da Instagram-Pictures gefunden, wo ein Designer ein Klo im Louis Vuitton-Design gemacht hat. Für den Spottpreis von, was steht da? 85.000 Euro. Ja, es ist Louis Vuitton. Ja, aber weißt du, wie viel Schokolade das war? Gehen wir weiter. Die Emoji-Geschichte, oder? Genau. Das ist super. Da steht, Schülerin erfand Emoji mit Kopftuch. Ich meine, klar, das ist nicht erfunden, aber sie hat es angeregt, dass das kommt. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass es sowas gibt. Genau das ist der Grund, was mich so zum Staunen bringt. Mhm. Es ist echt so, man muss im Leben Dinge, die einen auffallen, einfach auch ansprechen und dann die richtigen Leute weiterbringen. Mhm. Und in diesem Sinne, unser Aufruf der Woche, welche Emojis fehlen eurer Meinung nach? Bitte in die Kommentare. Übrigens, danke für die Hinweise. Wir haben ja Dutzende Rückmeldungen genau gekriegt. Und die erste war die Carola Weißenberger, glaube ich. Weißenhofer? Weißenhofer, entschuldige. Das ist echt peinlich, weil ich glaube, das ist sogar Schulkollegin von mir, ehemalige. Okay. Servus. Danke für den Hinweis. Wir wissen jetzt, das Foto mit dem Känguru wurde in Österreich gemacht. Was macht man als einer der reichsten Menschen auf der Erde? Die Heute hat es uns verraten. Was sollte man sonst machen? Ja.
außer sich eine eigene Stadt zu bauen. In der Wüste? Ja, einen Platz braucht man aber dafür, gell? Naja, man könnte St. Pölten aber planieren auch und auch nicht aufbauen. Ja, weißt du, Bill Gates will sich eine Smart City bauen. Manche Leute haben echt Probleme im Leben. Und 80 Millionen Euro zu viel. Dollar zu viel. Martin, das ist nur der Kaufpreis des Grundstücks. Stimmt. Da ist noch nichts gebaut. Okay. Also, dann sind wir ehrlich. Jeder kann sich ein Strandhaus bauen. Oder ein Baumhaus. Oder ein Bauhaus. Oder ein Bauhaus. Aber wenn es wirklich ausgestellt ist, braucht der Staat. Lieber Billy, ich hoffe, sie ist barrierefrei. Sehr viele Berge werden wir ja nicht in der Wüste haben. Oh, good point. Gut. Bin immer freundlich zu dir. apropos freundlich. Wien ist die unfreundlichste Stadt der Welt. Gleich nach Paris. Super. Also die zweitunfreundlichste. Scheiße. So ehrlich bleiben wir. Die zweitunfreundlichste Stadt. Okay, gut. Aber gleichzeitig die lebenswerteste. Das heißt, man braucht keine Freundlichkeit, um ein gutes Leben zu haben. Jetzt wird's philosophisch. Echt wienerisch eben. Gut, was haben wir noch? Alter, so geil. Es ist so ein Brunnen. Ich habe eine Vermutung. ÖVP will Kärntnertracht als UNESCO-Welterbe. Zeit wird's. Und am Donnerstag in der Früh, in der U-Bahn, ich war gleich so erleichtert, wie ich die Meldung gelesen habe. Trump wird wahrscheinlich der rote Knopf weggenommen werden, was super ist. Und das Einzige an der Meldung, was mich wirklich irritiert hat, es ist eine Meldung, die einen globalen Impact hat und wirklich wichtig und weltrettend sein kann. Und was macht ihr heute? Machst du ein kleines Artikel raus? Ja, aber jetzt muss ich... Man was. Nein, jetzt muss ich aber schon sagen, in der Heute stehen nur Top-Artikel drinnen. Nur Top-Artikel. Natürlich, aber die Top-Artikel, die sollten ja da entsprechend groß präsentiert werden, Titelseite. Aber ich glaube, der Artikel war in den ersten 30 Seiten. Ja, da gebe ich wieder recht. Was haben wir noch? Die Dänen. Ja, was ist mit denen? Die Dänen. Die nehmen den Kampf gegen den Terrorismus auf einer ganz neuen Ebene wahr. Ich meine, Kopftuchverbot und Verschleierungsverbot, das war gestern. Ja. Jetzt kommt, die Dänen beraten über ein Bartverbot. Also du bist schon hart an der Grenze. Bartverbot? Ja. Viel Glück damit, ihr Dänen. Bartverbot. Man weiß nie, ob man es nicht brauchen könnte. Also wenn der Sobotka zuschaut. Ja, Alter. Alter. Wobei wir schon beim Alten sind, gell? Genau. Der Alte geht ja. War hat man alle gleich, war er Arsch. Wer hat das gesagt? Möglicherweise unser nächster Bürgermeister. Mit dem Spruch hat er sich qualifiziert. Absolut. Wenn er jetzt die Acheln auch noch massiv stemmen kann. Und ab Dienstag Mittag vorletzt ist er eigentlich dann... Feierabend. Feierabend. Da ist er ja schon fertig mit der Arbeit. Genau. Ist er eigentlich Nachfolger vom Halbe gesetzt? Fix. Absolut, absolut. Fix. Was denkt ihr? Wer wird der Nachfolger? In die Kommentare. Der Schieder. Bei dem Spruch. Du, und übrigens, wegen dem Bartverbot, hast du das gesehen dann am Freitag? Der Steve-Wolkiller könnte nun einen Bart tragen, schreibt die heute. Ich meine, wir wissen, was das heißt. Bartverbot und der trägt einen Bart. Er war der Einzige, der einen hat und dann wird man viel leichter finden. Ratzfatz. Ratzfatz, apropos finden. In Loha in Deutschland will die Stadt dem Hundekot auf die Spur kommen. Sprich, den Hunden, die überall hinscheißen. Indem sie die DNA von den Hunden katalogisieren und ihn nehmen an. Die wollen dann jetzt Brettlob testen. Das meinst du jetzt nicht ernst? Die meinen das, glaube ich, ernst. Ich glaube, wir scheißen drauf. Jo.